Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 34 von Shapes.io. Ja, wir wollen ein neues Bauteil machen für unseren Hub hier und da brauchen wir wahrscheinlich einen halben grünen Stern, einen grünen Kreis und einen gelben Halbkreis. Der Stern müsste auch nur halb sein wahrscheinlich. Irgendwie müssen wir da gucken, wie wir das sehen. Ja, der muss definitiv nur halb sein, sonst hätten wir hier auch noch zwei Ecken. So müssen wir das dann bauen und schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Ne? Nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So, dann müssen wir mal gucken. Da sind... Was ist das? Wir könnten mal nach einer Form suchen, die dieses hier ist. Ein runder Kreis, grüner Kreis, halb und dann eine halbe Spitze, sternmäßig. Schauen wir das doch mal, oder? Da ist sowas. Was ist mir zu nah an der Basis? Oder an den anderen Einheiten. Da ist auch so einer. Warte mal, da ist auch einer und da ist grün neben. Das brauchen wir. Okay, das ist jetzt zwar auch nah hier, aber wir können auch da erstmal weg oder so, ne? Dann würde ich sagen, bauen wir doch hier das erstmal hin. Aber das ist ein bisschen wenig. Ist da noch einer irgendwo in der Nähe? Hier unten wäre noch einer mit mehr. Ja, dann nehmen wir den, bauen in die Richtung und können das Grüne dann da nutzen. Das ist doch mal eine Idee, oder? Obwohl... So oft wie das jetzt hier schon war, wird es das bestimmt auch noch mal geben, wo es direkt neben grün ist, oder? Wo haben wir so ein Symbol noch mal? Hier oben ist grün. Da ist aber keins. Hier auch nicht. Hier ist es auch nicht. Hier ist noch mehr grün. Da ist das Ding. Doch, da oben ist eins. Hier, das nehmen wir. Das ist jetzt unser. Genau. Das sieht auch richtig viel aus. Das ist auch schon mal gut. Wir fangen hiermit an. Drehen das mal nach unten. Und gehen mit 6 davon raus. Das Ganze zweimal. Bauen die ganzen zusammen. So, dann haben wir die Teile schon mal hier. Jetzt zoomen wir gerade raus. Grün ist da oben. Ist grün woanders auch noch? Da unten wäre auch noch mal grün. Das heißt, wir holen das Grün noch hier raus. 3. Sechs. Machen wir genauso viel. Binden die auch noch zusammen. Wunderbar. Jetzt machen wir uns hier ein Temp 2 hin. Das machen wir mal... Nicht markieren, Markierung erstellen, das Rechtsklick. Temp 2. Ich weiß gar nicht mehr, wofür 1 war, weil es schon länger her ist. Aber ist jetzt egal. Jetzt holen wir uns die Blaupause, wo einfärben ist. Das ist dieser hier. Dann Steuerung gedrückt halten und den markieren und runtergehen. So, das haben wir. Kopieren das. Gehen nach Temp 2 hin und drehen das einmal um. Kurz gucken, ist es so rum richtig rum? Hier ist der Eingang. Machen wir so. Können wir weglassen. Die Farbe kommt von hier, das ist ja schon mal gut, weil hier auch das Grün ist. So, das sollte richtig sein dann, ne, oder? Ja. Passt und die anderen kommen von da. Müssen also hier rein. Passt. Nur falsch rum, ne? Jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt werden die Grünen gefärbt. Und die Dinger sind die, die wir am Hub brauchen, oder? So ein Teil.
unten rund. Sieht erstmal gut aus, ne? So, jetzt besorgen wir uns einen Kreis. Dieser hier, der geht auch schon mal, oder? Ja, können wir da wegnehmen. Da müssen wir dann schneiden. Das bedeutet, wir holen uns die Dinger da erstmal raus. Wieder in einen reinmachen. Haben wir. Dann gehen wir zu den Blaupausen, zum Schneidewerkzeug. Das ist hier oben. Ja, das können wir, glaube ich, komplett nehmen. Kopieren wir. Gehen zu Temp 2 wieder zurück. Das haben wir da eingebaut. Ja, mach da mal hin, ruhig. Aber ich sehe schon, wir brauchten dieses Teil hier gar nicht hinmachen. Sondern gehen hier so da dran. Mit dem gehen wir da dran. So, jetzt kommen da allerdings die falschen raus, sehe ich schon. Das ist schon mal schlecht. Da müssen wir irgendwo was drehen. Kann das so sein? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich natürlich... Jetzt müssen wir gerade einen Mülleimer da installieren. Und dann gucken wir mal, ob es richtig rum rauskommt diesmal. Wo wird geschnitten? Da kommen jetzt die falschen raus, weil... Da sind jetzt die viereckigen, ne? Ja, das ist genau falsch rum gedreht. Das bedeutet, wir müssen drehen. So rum. Und zwar da und da. Und okay, die müssen weg. Und dann muss das so da wieder hin. Jetzt müssen wir nur gucken, ob es passt. Jetzt läuft das erstmal im Mülleimer, ne? Bis die richtig gedreht sind, hoffentlich. Kommen die überall raus? Ja, die stehen da ja schon. Gut, das heißt, der kann jetzt weg und die sind erstmal richtig. Sind aber hier zu viel gedreht, ne, oder? Jetzt ist da ein so ein Teil drin, was ich natürlich nicht brauchte, ne? So ist aber richtig, oder? So, jetzt kommt das Teil aus dem Tunnel. Wir drehen das mal gerade, dass das da rauskommt. Das muss auch noch grün werden, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen die Grünfärbeanlage nochmal haben. Bis hier. Kopieren. Und dann das Teil gedreht, aber ich weiß nicht, ob es jetzt richtig rumgedreht ist. Nein, so rum muss es gedreht sein. Und bauen wir einfach mal dahin. Ist zwar da unten in dem anderen Teil drin, aber das sollte jetzt erstmal egal sein. So, jetzt bedeutet das, wir brauchen hier wieder 6 oder sogar 12. Ich weiß nicht, ob das genug sind. Sehen wir gleich, wenn wir es zusammengebastelt haben. So, wo muss die Farbe rein? Rechts, falsche Taste gedrückt. Die Farbe muss da rein. Und die Teile müssen hier rein. Das heißt, wir machen das erstmal so. Das passt dann schon mal. Und der kommt nach da.
nach da und von da nach da. Tunnel gebaut. Fast. Und jetzt wollen wir hoffen, dass da die richtigen, ja, die kommen ja da richtig raus. War da jetzt gerade nicht ein Teil, was viereckig war? Wieso kommen da noch viereckige durch? Irgendwo ist hier was falsch. Das waren wohl noch welche, die da drin sind, ne? Zwei Stück oder so wahrscheinlich. Zack. Weg sind sie. Jetzt sind keine viereckigen mehr da, jetzt passt das. So, das Teil ist auch richtig. Hier müssen wir gerade auch nochmal einen Mülleimer hinsetzen, weil da wahrscheinlich auch noch so ein Murks drin ist. Also mal gucken, dass die richtigen Teile irgendwann reinkommen. Aber warte mal hier. Kommen die auch so rein? Ah, doch, sind jetzt Kreise. Das bedeutet, dieser Kreis muss gedreht werden, aber ich glaube so rum, ne? Ne, der muss andersrum gedreht werden dann. Ja. Und der muss gelb werden, ne? Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal dieses Teil mit dem Teil verheiraten. Dafür müssen wir nach Blaupause hin. Dieser Stapler brauchen wir. Ich hoffe, das ist so richtig, wenn ich den jetzt so markiere. Haben wir ihn. Und dann wieder nach Temp 2 hin. Und basteln wir den hier hin. Gute Frage, ne? Eigentlich schon. So, jetzt holen wir uns den hier. Den müssen wir erstmal hier wegkriegen. Mach das mal so. Oh ne, schade. Den auch weg. Der ist schon der richtige. Und den nochmal dahin. So passt's. So, jetzt müssen wir hier nur dieses Teil holen. Das muss da durch. Und dieses Teil muss da durch. So, dann den dahin und dahin. Jetzt ist die Frage, machen wir nur bis dahin, weil ich nicht weiß, welcher wie rumkommt, ne? So, das müssen wir gerade mal schauen bei einem anderen Teil. Hier ist ein Stapler. Links ist unten, rechts ist oben. Links ist oben, rechts ist unten. Links ist oben, rechts ist unten. Das würde bedeuten, der muss nach da und der muss nach da. So, was kommen da jetzt für Teile raus? Teile, die ich nicht brauche, so. Ja, das sieht so aus, dass das wohl nicht so das Teil ist. Ab. Das heißt, weiß ich nicht. Also das ist definitiv falsch rum, wenn, oder? Das könnte es natürlich noch sein, dass es falsch rum angeschlossen ist dann.
Das würde bedeuten, diese Leitung muss nach da. Und die Leitung muss nach da. Gucken, ob das unser Problem ist. Also da sind noch die drin, alles klar. Hier unten gerade einen Mülleimer hin, bis die alle weg sind. Dauert natürlich ewig. Vielleicht können wir unterwegs irgendwo sehen, wo ein passendes Teil jetzt rauskommt. Waren die letzten jetzt die richtigen? Sieht vielleicht so ähnlich aus. Mach mal weg. Ja, das sieht doch so aus, wie wir es brauchen, oder? Ab. Nee, nicht ganz. Okay, das verstehe ich jetzt dann noch nicht so ganz. Da muss ich nochmal gucken, dass der Mordrag mir schreibt, wie ich dieses Teil bauen muss. Oder ist der untere Kreis einfach... Der untere Kreis ist zu groß. Ich glaube, ich darf das Teil nicht in einem Schritt bauen. Ja. Gute Frage jetzt, ne? Ebene 1. Ja, müssen wir mal ausprobieren, weiß ich nicht. Machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.